Hinter dem Fuß e.V. verbirgt sich der Fachverband Fußverkehr Deutschland. Es gibt starke Lobbys für die Auto- und auch für die Radfahrer. Warum also nicht auch für die Fußgänger? Nachgewiesenermaßen die Schwächsten im Straßenverkehr. Wir stellen Ihnen den Verein und seine Anliegen vor. Weiße Fahrräder als Mahnung für bei Unfällen getötete Radfahrer gibt es mehrere in Magdeburg. Diesen Monat wurde nun erstmals in der Stadt nahe der Fußgängerampel auf der Berliner Chaussee am Hohefeld Privatweg eine weiße Mahnfigur angebracht und eine Gedenkminute eingelegt. Die Figur soll an den 13-jährigen René Michael erinnern, der am 28. Februar um 6.30 Uhr bei einem Unfall ums Leben kam, als er den Bus auf dem Weg zur Schule erreichen wollte. Die Familie hatte schon zuvor eine Gedenkecke auf der gegenüberliegenden Straßenseite eingerichtet. Mit der Aufstellung der Mahnfigur soll ein sichtbares Zeichen als Mahnung der Verletzlichkeit und zum Schutz von Fußgängerinnen und Fußgängern, den schwächsten Straßenverkehrsteilnehmern, gesetzt werden. Verantwortlich dafür ist der Fuß e.V. Wir sprachen mit Vorstandsmitglied Roland Stümpel, der extra aus Berlin angereist war. Herr Stümpel, wir haben hier heute eine Mahntafel, kann man sagen, installiert. Können Sie mir mal ein bisschen den Grund sagen und die ganze Vorgeschichte? Leider stirbt ja alle 3 Stunden ein Mensch in Deutschland im Straßenverkehr. Viele auch zu Fuß, über 400 im Jahr, die Hälfte davon ältere Menschen. Und an diese Menschen wollen wir erinnern. Deswegen stellen wir Figuren auf, dort, wo jemand zu Fuß gestorben ist. Diese Figuren sind ungefähr 1 Meter groß. Und die sollen alle, die dort vorbeikommen, daran erinnern, dass man vorsichtig ist, dass man aufpassen muss, gucken muss, dass aber auch, wenn man daran vorbeifährt, das Tempo nicht alles ist, dass man lieber mal ein paar Sekunden sich ruhig sich und anderen schenken sollte für die Sicherheit aller Menschen. Es geht nicht darum zu sagen, da war jetzt jemand schuld, jemand war böse, sondern zu sagen, hier war eine Situation, weil die Straße so ist, dass sie zum Schnellfahren verleitet. An dieser Straße zum Beispiel, weil Tempo 70 erlaubt war, eine Situation, die einfach gefährlich ist, die auch die Städte rechtzeitig ändern müssen. Nun haben wir ja an der Unfallstelle hier eigentlich eine Ampel, die vom Fußgänger gesteuert wird. Dürfte es da zu solchen Unfällen gar nicht kommen. Wir wissen nicht genau, wie es hier passiert ist. Also das kann sein, dass dieser Junge rüberrennen wollte zum Bus vielleicht. Es kann auch sein, dass jemand im Auto saß früh um 6.30 Uhr, der vielleicht noch nicht ganz wach war oder vielleicht auf sein Handy guckte. Man kann über all das nur spekulieren. Aber klar ist, wenn 70 gefahren wird, dann ist und dann jemand einen anderen anfährt, dann stirbt der mit höchster Wahrscheinlichkeit. Bei 50 stirbt er nur so mit halber Wahrscheinlichkeit und bei 30 nur mit 10%. Das heißt, geringere Geschwindigkeit ist immer sicherer. Und geringere Geschwindigkeit kostet aber gar nicht viel. Damit ist man dann vielleicht 1-2 Minuten später in der Stadt, braucht ein bisschen länger bis zur nächsten Ampel, die dann sowieso rot ist. Und das sollte man sich und allen anderen ruhig gönnen, finde ich. Es ist nicht traurig, dass es erst zu diesem tödlichen Unfall kommen musste, bevor die Geschwindigkeit hier reduziert wurde. Ich finde es sehr traurig, dass erst so ein Unfall passieren musste. Man weiß, dass es unsicher ist und es sollte innerhalb von Städten, wir sind hier ja mitten in der Stadt, sollte es keine Straßen geben, auf denen 70 gefahren werden kann. Wegen der Gefahren nicht, aber auch, weil die vielen Menschen, die hier wohnen, dann einen viel stärkeren Lärm ertragen müssen, weil mehr Abgase ausgestoßen werden und so weiter. Deswegen sollte es solche Straßen in Städten gar nicht geben. Wir sind hier im Vorstand eines bundesweit tätigen Vereins Fuß e.V. Wie ist es für diesen Verein eigentlich gekommen zur Gründung? Wie lange gibt es den schon? Den Verein Fuß e.V. gibt es schon bald 40 Jahre. Wir sind noch kein großer Verein, weil wir lange nur so ein kleiner Expertenklüngel waren, aber wir wachsen jetzt, weil immer mehr Leute entdecken, dass zu Fuß gehen an sich etwas Tolles ist. Es ist gesund, man erlebt viel, man trifft andere Menschen und es ist ganz unkompliziert. Man braucht keinen Fahrschein und keinen Führerschein, aber es wird eben oft auch schwer gemacht. Da steht irgendwas im Weg, da steht dann ein E-Scooter auf dem Gehweg, da wird geparkt oder da baut jemand seine Kaffeetische bis zum Bordstein. Und es ist eben oft schwierig und gefährlich, über die Fahrbahn zu kommen.
Und dafür setzen wir uns ein, dass es sicherer und angenehmer wird für alle Menschen zu Fuß. Haben auch dabei Erfolge. Gerade jetzt hat der Bundestag das Straßenverkehrsgesetz geändert und hat grundsätzlich gesagt, dass Straßenverkehr und das Straßenverkehrsrecht mehr darauf ausgerichtet sein muss, dass man in Städten besser leben kann, dass es besser für die Gesundheit ist und auch die Umwelt und das Klima dabei geschützt werden. Solche Dinge freuen uns sehr. Das sieht man noch nicht konkret auf der Straße, aber wir merken, dass immer mehr Menschen mit allen Verkehrsmitteln, Auto, Fahrrad, zu Fuß und auch die, die in Bus und Bahn unterwegs sind, sich sagen, es ist doch wichtig, auf Sicherheit zu achten und auf seine Umwelt zu achten. Und wenn man das tut, kann man sich und anderen sehr, sehr viel Leid ersparen. Gehen an sich ist einfach, die Arbeit dafür dagegen nicht. Viele der Mitglieder arbeiten in der Verkehrs- und Stadtplanung, in Ämtern, in Planungsbüros oder Hochschulen, sind also Experten auf dem Gebiet. Neu ist die Regionalgruppe Magdeburg. Sie will künftig Ansprechpartner für Probleme rund um den Straßenverkehr aus Perspektive der Menschen sein, die in Magdeburg zu Fuß unterwegs sind. Denn bislang wird die öffentliche Diskussion beherrscht durch den Kampf der Auto- gegen die Radfahrlobby. Die große Anzahl der Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, wird hierbei oft übersehen. Ansprechpartner vor Ort ist der Rechtsanwalt Josef Fassel. Josef, ihr habt nur auch eine Magdeburger Gruppe gegründet von Fuß e.V. Wie seid ihr dazu gekommen? Naja, wir sind ja Fußgänger und haben in Magdeburg erlebt, welche Probleme es gibt. Und deswegen fanden wir toll, dass es da eine Gruppe gibt, die sich für die Fußgänger einsetzt. Und seid ihr auf den Verein zugegangen oder ist der Verein auf euch irgendwie zugekommen? Nein, es war mal im Stadtrat die Rede von Fuß e.V., also im Vergleich zur ADFC, Lobby für Radfahrer. Und da haben wir gesucht und Fuß gefunden und haben gesehen, was die machen, und das ist ganz toll und notwendig. Die meisten sind Fußgänger. Und worin wird jetzt eure Arbeit hier in Magdeburg bestehen? Also wir haben vor, auch einen Stammtisch einzuführen, weil als wir uns gegründet haben, kamen gleich Anrufe und haben gesagt, also uns geht schlecht als Fußgänger, hier ist ein Problem, hier ist ein Problem. Und da muss man einfach laut werden, damit man gehört wird, damit diese Probleme auch gelöst werden. In rund 50 Städten gibt es mittlerweile Ortsgruppen des Fuß e.V. Bleibt zu hoffen, dass der Verein nicht so schnell weitere Mahnfiguren aufstellen muss. Sichere und vor allem auffälligere Fußgängerüberwege und Ampeln würden dabei helfen.